Seit Jahren geben wir von Mona Lisa keine Ruhe, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Um die Aufdeckung, um die Aufklärung und immer auch um die Opfer. Bei ihren Recherchen sind Sibylle Bassler und Rainer Fromm jetzt auf eine zutiefst beunruhigende Verbindung gestoßen. Die rechte Szene gibt vor, sich um die Opfer des Missbrauchs zu kümmern und macht sich die hohe Emotionalität des Themas zunutze. Die NPD hat ein neues Kampagnenthema entdeckt: Todesstrafe für sogenannte Kinderschänder. Rechtsextreme spielen mit den Ängsten der Bevölkerung und erreichen immer mehr Bürger. Besonders im Social Web schließen sich Zehntausende den rechten Internetgruppen an. Und auch ihre sogenannten Mahnwachen gegen Sexualstraftäter finden Zuspruch. Der Kernpunkt ist, dass man sich Zulauf erhofft, Zustimmung erst einmal, möglicherweise auch personellen Zulauf, weil man ein Reizthema aufgreift. Sigrid Schüssler ist in der NPD, im Bayerischen Landesvorstand. Die fünffache Mutter macht sich stark gegen Sexualstraftäter. Für sie reichen die derzeitigen Strafen nicht aus. Wer so etwas tut, der hat sein Recht, also Mitglied unserer Gemeinschaft zu sein, verwirkt und kann froh sein, wenn er eben mit einer Kastration davonkommt. Keine Gnade, maximale Härte. Hunderttausendfach werden rechtsextreme Seiten im Internet besucht. Geht es den einen um den starken Staat, wird auf anderen Webseiten ganz offen Selbstjustiz gefordert. Berlin, hier hat die Neonazi-Aussteigerorganisation Exit ihren Sitz. Hier wird auch ein junger Aussteiger betreut, der unerkannt bleiben möchte. Er berichtet von Aktionen, in denen die Szene mit purer Gewalt gegen entlassene Sexualstraftäter vorgeht. Flugblätter wurden dann vorbereitet, wo Name, Anschrift von demjenigen drauf waren, die dann in der Nachbarschaft verteilt wurden, teilweise in die Briefkästen gesteckt wurden. An die Häuserwände wurden geschrieben, hier wohnten Kinderschänder. Es wurde auch dann die Person auch teilweise körperlich angegangen nachts. Einfach mal, wenn kein Polizeischutz vorhanden war, wurde der auch einfach mal auf dem Nachhauseweg abgefangen und zusammengeschlagen. Bernd Wagner ist Leiter von Exit. Immer wieder berichten ihm Aussteiger von den Aktionen gegen Sexualstraftäter. Für ihn gezielte Inszenierung. Reagieren darauf mit ihren Medienrummeln. Man versucht, Pogrom-Stimmung zu erzeugen, man versucht, Bestrafungsaktionen zu nutzen, um letztendlich auch politische Einflüsse geltend zu machen. Also hier ist ein Mechanismus und ein Kreislauf in Gang gesetzt, der sie nach vorne bringen soll. Und die Betroffenen? Jahr für Jahr rund 12.500 Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder. Das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches größer. Opfer fühlen sich oft alleine gelassen und können das Geschehene nicht vergessen. Ursula Enders gründete und leitet die Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch Zartbitter. Seit 30 Jahren arbeitet sie mit Opfern sexueller Gewalt. Sie beobachtet mit Sorge die wachsende Akzeptanz rechtsextremen Gedankenguts. Die rechten Gruppen bieten immer wieder an, ich bin für dich da, ich helfe dir, ihr könnt euch an uns wenden. Was sie vor allen Dingen auch anbieten, sie fordern Eltern auf, deren Kinder jetzt aktuell betroffen sind. Und wenn man da genau hinguckt, drücken sie nur die Empörung darüber auf. Aber wirkliche Hilfe im Sinne von traumatherapeutischen Hilfen, damit Opfer keine Langzeitfolgen entwickeln zum Beispiel, das habe ich noch nicht gesehen. Dresden. Seit vielen Jahren sitzt die NPD hier im Landtag. Härtere Strafen gegen Sexualstraftäter. Damit wollen sich die Rechtsextremen auch hier profilieren. Mit Anträgen geben sie sich als Stimme der Betroffenen. Und lässt das auch in die Schul- und Universitäts. Diejenigen, also die also unseren Kindern als dem schützenswertesten Gut unserer Gesellschaft die Menschenwürde rauben, indem sie umbringen, die haben selber das Recht also auf Wahrnehmung ihrer Menschenwürde ein für alle Mal verspielt und für die kann es dann halt eben eine Todesstrafe geben. Menschenverachtend auch dies. Doch es ist fraglich, ob es den Rechtsextremen wirklich nur um den Schutz der Opfer sexueller Gewalt geht. Andreas Molau gehörte bis vor wenigen Jahren selbst zur NPD-Führung. Bis heute gilt er als ranghöchster Aussteiger. Er kennt die Kampagnen seiner ehemaligen Partei gegen Sexualstraftäter und analysiert sie. Es funktioniert alles nach dem gleichen Muster, dass man im Grunde genommen schaut, wo gibt es Unmut,
Wo fühlen sich die Bürger im Stich gelassen? Wo fühlen sie sich alleine gelassen? Wir lassen euch nicht allein, wenn in der Stadt XY eine Moschee errichtet wird. Und wir lassen euch nicht allein, wenn eine forensische Klinik eröffnet wird. Oder wir lassen euch nicht allein, wenn ein Sexualstraftäter aus der Haft kommt und nebenan wohnt. Wir sind da. Mit einem runden Tisch wollte auch die Bundesregierung Opfer helfen. Auslöser waren die Missbrauchsskandale in öffentlichen Einrichtungen. Doch statt der erhofften Hilfe viel lauwarme Luft, so die Betroffenen. Dass Rechtsradikale versuchen, diese Lücken auszunutzen, weiß auch der unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Ich kann Ihnen bestätigen, dass tatsächlich die Unterwanderung der betroffenen Initiativen beispielsweise und von Beratungseinrichtungen durch die rechte Szene erfolgt. Und wir sind im Moment gemeinsam mit Expertinnen und Experten dabei, nach Lösungen zu suchen, nach Wegen zu suchen, wie man dieses verhindern kann. Seit Jahren schon warnt Mona Lisa vor unzureichender Hilfe für Opfer sexueller Gewalt. Jetzt sind Extreme anscheinend dabei, diese Defizite für sich zu nutzen. Umso wichtiger, so Experten, sei es, Zeichen dagegen zu setzen. Die beste Prävention gegen einen solchen Missbrauch mit dem Missbrauch wäre es, wenn Bund, Länder und Kommunen wirkliche Hilfen für Opfer anbieten, das Recht von Mädchen und Jungen auf elternunabhängige Hilfe unterstützen, dann wäre der Nährboden entzogen.